Guten Morgen, ihr Lieben. Ich möchte heute lesen einen Text, den der Herr mir aufs Herz gelegt hat, aus dem Johannesevangelium, Kapitel 4 und dort ab Vers 31. Da heißt es wie folgt: Inzwischen aber baten ihn die Jünger und sprachen: Rabbi, iss. Er aber sprach zu ihnen: Ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander: Hat ihnen denn jemand zu essen gebracht? Jesus aber spricht zu ihnen: Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an. Sie sind schon weiß zur Ernte. Und wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich der Sämann und der Schnitter miteinander freuen. Denn hier ist der Spruch wahr: Der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Bis dahin. Ich möchte heute nicht über diesen Text alleine sprechen, aber damit beginnen, ihn voranstellen. Ich habe die Predigt heute überschrieben als Thema: Eine große Ernte wird kommen. Ich bin so froh, wir haben gerade für Lauterbach gebetet. Wir sind ja jetzt nicht da, wir sind hier. Aber etliche von uns haben dort mitgearbeitet, ist das so? Und ich hoffe und bete, dass dort geerntet wird. Amen. Jesus und die Jünger sind unterwegs nach Galiläa. Und die Bibel zeigt uns, dass sie dort hinkommen wollen und dabei Samaria durchreisen müssen. Und dann zeigt uns die Bibel, dass Jesus Hunger hatte. Und er schickt dann die Jünger voraus in den Ort, in die Stadt, ist wahrscheinlich müde, bleibt dort am Brunnen, am Jakobsbrunnen, weil er Durst hat und Hunger. Und dort spricht er dann diese ganz bekannte Begebenheit mit dieser Samariterin. Ein tiefes, ein heftiges Gespräch, mitten im Alltag. Und obwohl das Gespräch recht kalt und sehr verhalten und vorwurfsvoll beginnt, merkt man dann im Verlauf, dass es ein tiefes Gespräch wird und dass diese Frau letztendlich durchbricht im Glauben und Vertrauen auf Jesus, dass sie sogar ihren Alltag, ihren Krug vergisst oder hinstellt und schnell zurückläuft dann in jene Stadt und dort den Menschen von Jesus berichtet. Und die Menschen sind bewegt, sicherlich vielleicht auch verwundert und neugierig, weil diese Frau offensichtlich mit Sicherheit bekannt war dort in dieser Stadt. Denn sie ging heimlich, so wird uns deutlich, zu einer Zeit, wo sonst niemand zum Brunnen geht, eben um Wasser zu schöpfen. Vielleicht war es peinlich. Die Bibel zeigt uns in der Offenbarung, die Jesus über ihr Leben hatte, dass sie eine große Schwierigkeit hatte, was Beziehungen anging, was Ehe anging. 5-mal hatte sie geheiratet und jetzt war das wieder kaputt und sie lebte nun in wilder Ehe mit jemandem zusammen. Und so waren die Leute natürlich neugierig. Was ist mit dieser Frau los? Und so laufen sie alle zu Jesus. Die Jünger mittlerweile waren zu Jesus zurückgekommen und hatten Essen geholt und sagen jetzt: Jesus, iss. Und jetzt sagt Jesus diese seltsamen Worte. Er sagt: Ich habe schon gegessen, eine Speise, die ihr nicht kennt. Ich bin schon satt. Aber es ist komisch, weil Jesus hat sie doch vorausgeschickt: Holt Essen, ich habe Hunger. Jetzt sagt er: Ich brauche nichts mehr essen. Ich bin schon satt. Nämlich den Willen des Vaters zu tun. Das war für die Jünger erst einmal ein Rätsel, aber Jesus legt es hier aus und macht ihnen deutlich, was hier passiert ist. Was die Bibel uns hier zeigt, ist: Jesus war auf einmal so begeistert. Er war so gesättigt, er war so, ich will es mal sagen, aufgeregt, weil er sagt: Hebt eure Häupter und seht, was geschieht. Was geschieht? Aus Samaria, aus dieser Stadt, kamen ganz viele Leute an und sagt: Hebt eure Häupter, was geschieht hier? Er macht damit deutlich, das Irdische, das, was ich eben noch dachte und auch wollte, das ist nicht so entscheidend.
wenn ich die Werke Gottes tun kann und sehe. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Ich hoffe, dass wir das alle immer wieder erleben. Dass wenn die Gegenwart Gottes da ist, so nah, so spürbar, wenn das Werk Gottes so real, so sichtbar wird, weißt du, dann geht es uns Menschen so, dann sind alle anderen Dinge überhaupt nicht mehr so wichtig. Da geht es nur noch darum. Und das macht Jesus hier deutlich. Sie sagen, oh, wir haben das Essen gemacht. Jesus sagt, jetzt ist was Wichtigeres zu tun. Macht euch keine Sorgen, ich bin schon satt. Aber schaut mal, da ist eine Speise, das zu tun, was mein Vater im Himmel tun möchte. Das ist viel besser und viel wichtiger. Wir haben bald wieder Uhu-Freizeit. Und wisst ihr, eines an dieser Teenie-Freizeit mag ich so richtig doll. Wir haben immer wieder Gottesdienste am Abend. Die gehen nicht eine Stunde, die gehen nicht zwei Stunden, die gehen manchmal drei Stunden, ja manchmal noch vier Stunden und immer noch sind Jugendliche im Raum unter der Gegenwart Gottes. Ist alles gar nicht mehr so wichtig. Ist das nicht wunderbar? Das zeigt mir, dass wenn Gott wirkt, sind die anderen Dinge, die sonst so wichtig sind, nicht mehr so zentral. Es geht dann um etwas Wichtigeres. Und so ist Jesus bewegt, voller Freude und erfüllt, dass er sagt, Essen kann warten. Essen kann warten. Jetzt lasst uns die Werke Gottes tun. Und dann kommen diese vielen Leute aus der Stadt und Jesus sagt nun, hebt eure Häupter, schaut doch, hebt eure Augen, die Felder sind reif zur Ernte. Was Jesus hier meint, ist ein geistliches Sehen, denn die Felder waren zu dieser Zeit nicht reif. Maximal grüne Stoppeln. Denn er spricht davon und sagt, sagt ihr nicht, es sind 4 Monate zur Ernte? Das heißt, es war keine Erntezeit, man geht davon aus, es war Dezember. Im April wurde in diesem Breitengrad geerntet. Und so könnte man sagen, was meint Jesus hier? Er macht etwas deutlich. Im Logischen, im Natürlichen müsste man sagen, jetzt kann man nicht ernten. Ist ja nicht reif. Was willst du jetzt ernten? Ist keine Frucht da. Aber Jesus spricht jetzt vom Acker dieser Welt. Er spricht von den Menschen, die gerade kommen. Er spricht von denen, die gerettet werden sollten. Und er sagt dann, seht, es ist Erntezeit, erkennt es. Menschen sollen in das himmlische Kornhaus gebracht werden. Ernte zum ewigen Leben, sagt er, soll eingebracht werden. Und sowohl der Seemann als auch der Schnitter oder der, der erntet, sollen sich über die Ernte freuen. Es geht um Menschen, um ewige Frucht, sagt er. Und ich will uns mal fragen, ihr Lieben, worum geht's uns denn? Ist das unser Ansehen? Ist das unser Wunsch? Ist das unsere Speise? Ist das unser Leben? Dass wir sagen, die Werke Gottes zu tun in meinem Leben? Das andere kann warten, aber wenn ich doch nur das tun kann, was Gott tun will durch mein Leben, wenn es doch nur diese ewige Frucht ist, er sagt sich, sie sollen sich freuen. Worüber freuen wir uns denn? Ich war die Woche sehr herausgefordert an vielen Punkten, aber dieses Wort hat so tief in mein Herz gesprochen. In einer Frage, dass Jesus mich persönlich gefragt hat, Michael, willst du satt werden? Willst du geistlich satt werden? Michael, willst du teilhaben an ewiger Frucht? Wir können ja so viel machen im Leben, oder? Man kann so viel aufbauen, man kann so viel erreichen, alles gut und schön. Aber es wird alles vergehen. Aber diese Frage, ewige Frucht, willst du Anteil daran haben? Ich habe gesagt, ja, Jesus. Ja, Jesus. Und dann kam irgendwie so eine Last und ich dachte, aber es ist so schwer. Und dann ist mir das so vor Augen gekommen. Jesus sagt, nein, nein, nicht schwer. Du sollst dich freuen darüber. Und dann sagte ich, Herr, aber wie soll ich mich freuen? Und er sagte, ich will dir die Augen öffnen, dass du siehst, wie kostbar die Frucht ist. Ich weiß nicht, ob du einen Garten hast zu Hause. Und wir ernten ja heute meistens, indem wir in den Supermarkt gehen. Aber so ein Bauer, wenn der die Frucht sieht, wenn der die Ernte sieht und sieht reiche Ernte, nicht kümmerlich, sondern reiche Ernte, der ist voller Freude, glaubt mir. Der freut sich und er kann es nicht erwarten, voller Freude. Er sagt, jetzt ist Erntezeit, der wird alles stehen und liegen lassen, jetzt muss die Ernte eingeholt werden. Warum? Weil sie reif ist. Und Jesus nutzt hier ein Bild, er sagt, sie ist schon weiß zur Ernte. Das bedeutet, sie ist fast überreif. Ich finde dieses Bild so wunderbar, weil wir Menschen ja uns oft anders einsortieren.
Wir sagen, ich gucke mir die Stadt an, ich gucke mir das Umfeld an und da ist noch so viel nötig. Kennt ihr diese Gedanken? Wie soll das nur gehen? Sagt ihr nicht, so menschlich berechnet, in 4 Monaten kann geerntet werden? Jesus zeigt uns hier eine geistliche Dimension dessen, aber das können wir nicht automatisch selber tun, sondern es ist etwas, was er uns schenken muss und will durch den Heiligen Geist, nämlich geöffnete Augen für die geistliche Realität. Und er sagt, ich sende euch, andere haben gesät und treten in ihre Arbeit zur Ernte. Das ist in zweierlei Hinsicht zu verstehen. Das eine ist, Jesus hatte an dieser Frau gewirkt. Die Jünger hatten Essen gekauft, jetzt strömen die Menschen aus diesem Ort und Jesus gibt ihnen Anteil. Sie haben nicht evangelisiert, sie waren einkaufen. Aber jetzt kommen sie und sie werden diesen Leuten und Menschen dienen. Jesus hat etwas getan. Ihr Lieben, das gilt doch auch uns. Jesus hat doch den Sieg vollbracht, oder? Er hat doch Menschen freigekauft aus der Sünde. Nicht ich, nicht du, aber er hat es getan. Er hat den Preis bezahlt auf Golgatha am Kreuz. Er hat überwunden, er hat vollbracht. Und er sagt, ich sende euch in die Ernte. Ihr habt nicht gearbeitet, aber ich habe gearbeitet und ich sende euch in die Ernte. Ist das nicht wunderbar? Wir dürfen heute noch ernten, was vor 2000 Jahren gearbeitet wurde. Halleluja. Und dann ist ein zweites Bild da drin, nämlich was andere Menschen auch schon vorgearbeitet haben im Gebet und im Dienst und im Arbeiten und im Evangelisieren und in der Verkündigung. Ich möchte euch da ein Zeugnis erzählen, es ist mir in der Predigtvorbereitung so vor Augen gekommen. Der Heilige Geist hat mich daran erinnert, ich hatte es schon ganz vergessen. Ich war vor Jahren mal dienstlich in Dresden und da war ich untergebracht bei meiner Schwester. Und sie haben wir zusammengesessen am Nachmittag und dann haben wir so geredet über Menschen. Und dann erzählte sie mir von einer Schwester aus der Gemeinde oder einer Frau. Und die muss Furchtbares in ihrem Leben so erfahren haben. Und während wir so drüber reden, kommt uns beiden so dieser Gedanke, komm, lass sie uns besuchen. Und so haben wir alle stehen und liegen gelassen, sind dahin gefahren. Und sie hat sich gefreut, die Kinder waren noch ein bisschen laut und so weiter. Und dann haben wir geredet. Und dann hat sie tatsächlich so ihr Herz ausgeschüttet. Und das war nicht schön, was sie geredet hat. Furchtbar. Ablehnung und Kinderheim und andere Dinge. Furchtbare Dinge. Und ich merkte selber, wie ich einerseits total wusste, das ist ein Werk des Herrn. Und andererseits ich verzweifelt irgendwie war und sagte, Herr, du musst doch ein Wort schenken. Und mir ist auch nichts Dolles eingefallen. Ich habe es nur ausgesprochen, was mir aufs Herz kam. In dieser Bibelstelle, wo es heißt, dass alle Dinge uns zum Besten hinwirken sollen. Und wie ich das ausspreche, fragt sie, wie meinst du das? Und dann haben wir kurz drüber geredet. Und ich kann euch sagen, ich weiß nicht, was dann passiert ist. Nur eins, sie fing an zu weinen und sagte auf einmal, ich will mein Leben Jesus geben. Ich habe da nicht viel gemacht. Andere auch nicht, aber ich weiß, verschiedene Leute haben gearbeitet und was eine Freude war es, oder? Einen Menschen zu Jesus zu führen, Halleluja. Manchmal sind nicht die aussehen oder Dinge tun, aber Gott möchte dich nutzen, gebrauchen. Er möchte dir die Augen öffnen für bestimmte Momente, dass du hineinkommst in die Ernte, Halleluja. Damit sie zum ewigen Leben kommen, nicht verloren gehen. Ist das nicht schön, dass Jesus uns sagt, ihr sollt Anteil an dieser ewigen Frucht haben? Ich glaube, Gott möchte uns als Gemeinde die geistlichen Augen öffnen. Was trage ich in meinem Herzen? Ich weiß immer kühn, das zu sagen. Aber ich glaube, ich trage in meinem Herzen, dass Gott uns die Augen öffnen will. Nicht in dieser Form. Irgendwann wird Erweckung kommen. Irgendwann wird er das schon tun. Irgendwann, und wir sehen ja einiges. Ich glaube jetzt. Halleluja. Ich glaube jetzt. Ich glaube jetzt hat schon etwas angefangen. Jetzt strömen schon Menschen. Ich glaube, er sagt uns, öffnet eure inneren Augen. Lasst es zu, dass der Heilige Geist deine Augen öffnet, damit ihr seht, was im Geistlichen passiert. Im Sichtbaren sehen wir vielleicht nicht so viel. Vielleicht sagst du, ich schaue mich um, schon nicht schlecht, aber es ist noch viel Platz noch. Ich hoffe, ich sprenge heute durch das Wort Gottes unsere Vorstellung, weil ich wirklich etwas in meinem Herzen trage, was der Herr hineingelegt hat.
Freude sollen wir haben an der ewigen Rettung. Ich glaube, es soll uns als Gemeinde eines nachgesagt werden. Denen ist Essen nicht so wichtig, denen sind Dinge nicht so wichtig, aber die ewige Frucht, das ist denen wichtig. Ich wünsche mir, dass das unser Zeugnis wird. Dass man uns das nachsagt. Wir müssen nicht die besten Köche sein. Wir müssen all das, aber eines soll sein in unserem Herzen. Wir wollen eine Freude haben, in den Werken Gottes zu wandeln. Amen. Und so ist meine Frage, was siehst denn du, wenn du Büdingen siehst? Ottenberg, Altenstadt, Gedern, Lauterbach, die Wetterau, den Vogelsbergkreis. Vielleicht sagen wir, ja, doch, ich glaube, eine Ernte wird kommen. Aber es muss noch viel gepflügt werden. Es muss noch viel ausgesät werden. Es ist harter Boden. Vielleicht sagen wir auch für uns selber, ja, aber bei mir muss noch viel verändert werden. Ich trage in meinem Herzen, dass Jesus uns durch den Heiligen Geist die Augen öffnet und zeigt, jetzt ist die Ernte. Menschen sollen gerettet werden. Menschen sollen Vergebung empfangen. Menschen sollen Heilung erleben. Menschen sollen, die gebunden sind, frei werden. Die Werke der Finsternis sollen zerstört werden. Wollen wir uns senden lassen? Nicht in einer Verpflichtung, sondern weil wir die Frucht sehen und die Schönheit. Weißt du, wie schön das ist, zu sehen, wenn ein Mensch kaputt ist, wie der Gerasener? Gebunden ist, gequält ist. Menschen haben Angst vor ihm gehabt. Menschen sind weggerannt. Er selber hat keinen guten Einfluss gehabt. Er hat Menschen geschlagen und er hat gelebt bei den Gräbern. Aber als er Jesus begegnet ist und als Jesus ihm begegnet ist in seinem Herzen, da heißt es, ordentlich gekleidet saß er neben Jesus. Das war für alle sichtbar. Das war erkennbar. Ihr Lieben, es muss ja nicht immer auf diese Weise sein. Aber mir zeigt das, Gott ist ein Gott, der seine schöne Frucht hervorbringen möchte in Menschen. Dass sie Rettung erleben und Wiederherstellung. Und da ist etwas nötig, dass ich, dass du, dass wir als Gemeinde die Schönheit dieser Frucht sehen. Warum? Weil wir wahrscheinlich sonst drauf und dran sind, um uns viele Dinge zu kümmern. So wie die Jünger. Ach Jesus, wir müssen essen, wir haben Hunger. Und ich glaube, dann kann es passieren, dass wir manchmal an den Dingen, die Gott vorbereitet hat, vorbeigehen. Weil man, Jesus hatte Hunger und er hat uns doch gesendet. Aber wir sehen hier etwas. Jesus war bereit, alles stehen und liegen zu lassen, wenn er erkannte, hier ist ein Werk Gottes. Da war das andere nicht mehr wichtig. Da wusste er, das ist meine wahre Speise. Ihr kennt sie jetzt noch nicht, aber ich sende euch. Zeigt uns, Jesus möchte uns genau das geben, Halleluja. Dass Menschen auf unseren Herzen sind, dass wir die geistliche Dimension sehen. Er spricht mit dieser Frau, weil er das Werk Gottes sieht. Er nimmt sich Zeit, obwohl sie nicht nett ist zu ihm, obwohl sie ihm Vorwürfe macht. Aber Jesus will ihr Herz berühren. Und ich glaube, genau das ist, was Gott uns schenken will. Diesen Blick und diesen Glauben, diese Freude. Dass wenn wir morgens aufstehen, dass wenn wir mit unseren Nachbarn zu tun haben, dass wenn du auf Arbeit gehst, dass wenn du in deinen Verein gehst, wenn du einkaufen gehst, dass du diesen Blick in deinem Herzen hast, bereit zu sein, alles stehen und liegen zu lassen, wenn du erkennst, hier ist ein Werk Gottes. Ich glaube und erwarte, dass wir in diese Zeit treten als Gemeinde, wo wir mit Freude sogar alles auf einmal erleben. Was? Genauso wie bei Jesus. Am selben Tag pflügte er im Herzen dieser Samariterin. Es wuchs etwas, er legte einen Samen hinein. Er begoss es in der Offenbarung über ihr Leben und sie brach durch und ging hin. Am selben Tag noch kamen aus der Stadt, der ganzen Gegend, so viele Menschen. Ich lese mal kurz, Johannes 4, Vers 40. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb 2 Tage dort. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Halleluja. Ihr Lieben, darum geht es, oder? Wir sind als Gemeinde berufen, ich werde kurz später noch was dazu sagen, in Liebe Werke zu tun, Werke der Nächstenliebe, Werke sozialer Art. Wir dürfen uns um so viele Dinge kümmern, aber hier wird etwas ganz Zentrales deutlich. Warum glaubten sie
auf Grundlage seines Wortes Willens. Halleluja. Wenn wir gesandt sind, sind wir gesandt, Verkündiger zu sein. Die Frau gab nur Zeugnis. Sie sagte, was Jesus in ihrem Leben gemacht hat. Jetzt heißt es, aber die Leute glaubten wegen seines Wortens Willens. Und jetzt wird es richtig krass, denn sie sagen, und zur Frau sprachen sie, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, was sie als Zeugnis gesagt hat, sondern wir selbst haben gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Halleluja. Das hat es in sich, oder? Du und ich, wir sind gesandt als Zeugen. Du sollst Zeugnis geben von dem, was Gott in deinem Leben getan hat. Aber was dann entscheidend ist, ist, dass die Menschen etwas hören von Jesus und sagen, ich glaube jetzt nicht mehr, weil mir hat mal der Karl-Heinz was erzählt, was er im Leben erzählt hat, bin ich neugierig geworden, bin auch mal in die Gemeinde gekommen, sondern hier geht es darum, dass Menschen etwas wahrnehmen von Jesus, etwas hören von ihm auf Grundlage des Wortes. Und wisst ihr, mir war das gar nie so deutlich, das ist die erste Erweckung im Neuen Testament. Und die war nicht bei den Juden, sondern bei den Samaritern. Und Jesus sagt, jetzt seht ihr nicht, wie reif die Ernte ist? Da, wo es die Juden nicht erwartet haben, ist die erste Erweckung. An einem Tag, wo es niemand erwartet hat, wo Jesus Hunger hatte, wo die Jünger einkaufen gegangen sind. Niemand hat an diesem Tag an Erweckung gedacht, aber der Vater im Himmel hat es gesehen. Wir können manchmal so sehr in unserem Alltag sein, übrigens auch in unserem Gemeindealltag. Wir kümmern uns um die Dinge, wir gehen einkaufen, alles nicht falsch. Man könnte sagen, es ist doch doof, Jesus, jetzt sind wir umsonst in die Stadt gegangen. Wir haben umsonst eingekauft. Ich glaube, später hat er gegessen. Aber wir müssen Folgendes lernen. Manchmal müssen Dinge einfach warten. Und plötzlich sind andere Dinge wichtig. Warum? Weil nicht wir sollen leiden, nicht wir wollen sagen, was gut und richtig ist, sondern der Heilige Geist, oder? Und das ist ein großer Unterschied. Das kann manchmal passieren, dass du dich sogar vorbereitest auf eine Sache, dass du sagst, ich mache es doch nur für Jesus und trotzdem ist es in dem Moment auf einmal nicht dran. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig in dem Moment, weil man sagt, ja, aber ich habe mich doch auch vorbereitet. Aber Jesus sagt deswegen, wir müssen geistlich sehen. Schaut mal, da ist ein Werk Gottes vorbereitet. Das ist wichtiger. Und so sehen wir diese Erweckung an einem Tag, ganz gewöhnlich. Man war eigentlich unterwegs nach Galiläa. Man musste durch Samaria. Die Jünger sahen nur eine Frau. Die Menschen sahen eine moralisch zweifelhafte Person. Die Juden sahen die verachteten Samariter. Ein gewöhnlicher Tag. Jesus hatte Hunger und Durst. Er schickt die Jünger zum Einkaufen. Eigentlich, was konnte man an diesem Tag erwarten? Nichts deutet auf Erweckung hin. Ihr Lieben, das zeigt mir, wie wichtig der Heilige Geist in unserem Leben ist. Wir müssen geöffnete Augen haben, damit wir sehen, wo ist das Werk Gottes, damit er uns senden kann in die Ernte. Vielleicht haben wir gar nichts ausgesät, vielleicht haben wir gar nicht mitgearbeitet in diesem Moment. Und doch, und das ist eine Gnade, dürfen wir ernten, Halleluja. Weißt du, als wir hierher gekommen sind vor vielen Jahren, ich habe ja nicht den Ruf gehabt, hier in Büdingen Gemeinde zu gründen. Der Henoch und die Anne. Aber ich hatte den Ruf, hier mit herzukommen. Ich musste nicht den Glaubensschritt tun, hier eine Gemeinde zu gründen. Aber ich darf mit ernten. Mich hat der Herr auch nicht nach Lauterbach gesendet, aber den Itzhak und sein Team. Und ich musste auch nicht täglich mitarbeiten. Das machen auch andere. Aber ich weiß, auch dort werden wir Anteil haben, mit ernten zu dürfen. Ist das nicht wunderbar? Wollen wir uns nicht darüber freuen und sagen, oh ja, da bin ich dabei? Schaut mal in Lukas 10, Vers 2, zeigt uns die Bibel, welche Haltung wir haben sollen. Er sprach zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende, in seine Ernte sende. Die Ernte ist groß, heißt es hier wieder. Glauben wir das? Und da ist ja eine Frage, was denkst du denn, was eine große Ernte ist? Da wären wir alle unterschiedlich. Vielleicht sagen manche, ja, wenn der Saal hier voll ist, eine große Ernte. Henoch sagt nein. Was ist groß? Was ist eine große Ernte? Wenn wir 10 Gemeinden gegründet haben, 20, wenn wir einen Saal haben, der noch viel größer ist. Du, ihr Lieben, ich glaube, da sollten wir gar nicht uns menschlich ranwagen, sondern einfach sagen, Herr, öffne mir die Augen für die Dimension deiner Ernte. Weil du bist der Herr der Ernte.
Ich glaube, wir Menschen, wir laufen so schnell in unserem Fleisch, in unserer Machbarkeit in die Irre, weil wir denken dann, weil wir jetzt schon Saal haben, weil wir dies oder jenes getan haben, weil wir jetzt schon mal eine Gemeinde gegründet haben in Lautern, aber dann denken wir so in unseren Kategorien und Möglichkeiten. Mir zeigt das hier, allein diese Begebenheit, Gott hat viel größere Dinge vor und er sucht Menschen, die bereit sind, alles stehen und liegen zu lassen und zu sagen, ich will an deinem Werk teilhaben. Das ist mir wahre Speise. Das ist mein Leben. Bittet den Herrn der Ernte, dass er euch sendet. Nicht in unseren Wünschen und Glauben, sondern ich glaube als ein Werk des Heiligen Geistes, dass wir seine Ernte, seine Dimensionen sehen. Dass wir auf einmal Glauberg sehen in einer ganz anderen Art und Weise. Nittau in einer ganz anderen Art und Weise. Gelnhausen, dass wir auf einmal etwas wahrnehmen, die Verlorenheit der Menschen. Und gleichzeitig nicht die Verzweiflung darüber, sondern die Freude, dass Jesus Christus ein Werk vollbracht hat, den Weg freigemacht hat, dass diese Menschen Rettung erfahren können. Dass das unsere Freude ist. Jesus sah eine reife Ernte. Weißt du, ich kenne eigentlich, wenn ich ehrlich bin, gar nicht so viele Menschen hier in Büdingen. Ich kenne auch nicht so viele Leute in Altenstadt. Ich kenne ein paar, aber eigentlich nicht so viele. Du kennst ein paar und zusammengenommen kennen wir doch etliche. Aber weißt du, Gott kennt jeden Einzelnen, der hier wohnt, in der ganzen Gegend. So genau, dass er die Haare gezählt hat auf dem Kopf. Gott wusste so genau über alles Bescheid im Leben dieser Samariterin. Und sein Herz war, die darf nicht verloren gehen. Aber er sah nicht die Frau, er sah das ganze Dorf. Und Gott demonstriert etwas. Er schenkt Erweckung an einem Ort, wo es niemand erwartet hat. Er schenkt Erweckung in einer Gegend, wo es niemand Gott zugetraut hat, noch nicht einmal im Glauben, weil das ja wie ein Widerspruch war, das waren nur Samariter. Und er beginnt bei einer Person, die niemand sehen wollte, wo alle die Nase gerümpft haben, wo alle gesagt haben, kannst du vergessen, guck mal, kaputt. Aber Gott fängt dort an und es kommt zu einer Erweckung, wie wunderbar. Jetzt sagt Jesus, betet, dass Gott aussendet. In Johannes 20, 21, da sagt Jesus, wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Wir sollen beten. Offensichtlich geschieht es nicht automatisch, sondern ist etwas, was wir im Himmel abrufen sollen, in einer Haltung, wir brauchen es von dir, Gott. In dem Bitten, Gott, öffne uns die Augen. Gott, mehre uns den Glauben. Ist etwas, was wir umbeten müssen. Warum denn? Nun, wisst ihr, weil es niemals unsere Ernte ist. Es ist seine Ernte. Es geht um ihn. Er will uns senden in seine Ernte. Und so wird dieses Gebet deutlich. Herr, sende mich. Im Urtext oder im Grundtext heißt es dort, wirf uns raus oder dränge uns, bewege uns. Ja, was denn? Die Bibel zeigt es uns. Nämlich, wir sind gedrängt aus Liebe. So sagt es der zweite Korintherbrief. Ich glaube, dieses Gebet führt uns zuallererst ganz nah an das Herz Gottes. Ganz Herz in die Gegenwart Jesu. Dass wir nämlich wissen, der Herr der Ernte ist nicht der Treiber. Er ist nicht der Vater, der sagt, nun macht mal los, dass da was passiert. Sondern der uns in seiner Gemeinschaft, in seinem Wesen, mit seiner Liebe, mit seiner Güte, mit seinem Leben so überschüttet, dass wir gar nicht anders können und wollen. Und sagen, diese Speise, das ist das Wichtigste in meinem Leben. Dieses Leben ist das, wofür es sich zu leben lohnt. Diese Freude ist mir die größte Freude. Und wisst ihr, ich glaube, so ist die Antwort Gottes auf dieses Gebet immer eine Frage. Wen soll ich denn senden? Ich hoffe, dass wir diese Haltung haben, dass wir sagen, Herr, sende auch mich. Ich glaube, dieses Gebet ist nicht die Alibi-Handlung, um dann zu delegieren, andere, sondern dass du kommst und sagst, Herr, ich bete für Arbeiter. Ich bete, dass du sendest und fang mit mir an. Öffne mir die Augen. Veränder du mein Herz. Dieses Gebet ist so wichtig, denn diese Erweckung, die Gott schenken will, ist ein Werk Gottes. Und die Freude soll so groß sein, dass wir mit dem Himmel, Lukas 15, 7, auch wenn nur ein Sünder gerettet wird, da tobt der Himmel, ist Freude im Himmel. Nur einer, Halleluja.
Vielleicht fragen wir uns ja, aber wie sieht das aus? Im zweiten Teil der Predigt will ich etwas mit uns betrachten. Schau mal, in Büdingen haben wir, Stichtag 31.12.2023, 22.607 Einwohner. Quelle Wetteraukreis. Da wird einem doch deutlich, die Ernte ist groß, oder? Nur in Büdingen und drumherum, 22.000 Menschen. Wenn ich mir das betrachte, muss ich sagen, oh ja, die Ernte ist groß. Aber der Arbeiter sind es wenige. Wie soll das gehen? Ich glaube, Gott möchte etwas in uns erwecken, dass wir aufhören zu kalkulieren und zu berechnen nach Möglichkeiten, nach unserer Kraft, so wie es Jesus sagt. Ihr sagt, in 4 Monaten ist Ernte. Ihr berechnet das, ihr kalkuliert die Dinge. Aber ich sage euch, es ist schon viel fortgeschrittener, als ihr denkt. Die Felder sind schon reif zur Ernte. Und mir ist da ein Text aufs Herz gekommen, Apostelgeschichte 19,1. Will ich kurz mit uns durchgehen zum Ende. Da heißt es, es geschah aber während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höheren Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und als er einige Jünger fand, Paulus war hier unterwegs, er war das zweite Mal in Ephesus, das erste Mal ist er dahin gekommen mit Priscilla und Aquila. Und er hat dort ein bisschen Gemeindearbeit gemacht, ist dann weitergegangen. Priscilla und Aquila sind dort geblieben. Dann kam Apollos, war auch nur eine kurze Zeit da. Und die Bibel erwähnt, er glaubte an die Taufe des Johannes. Und dann ist er aber auch weitergezogen, nachdem Priscilla und Aquila bei ihrem Treffen mit ihm so ein paar Dinge erklärt haben, tiefer ins Wort gegangen sind. Und jetzt kommt Paulus das zweite Mal nach Ephesus. Und er trifft dort, wir werden es gleich lesen, 12 Jünger. Und ich weiß nicht, wie dir es geht, aber wenn man manchmal in eine andere Stadt kommt, man freut sich doch, wenn man Glaubensgeschwister findet, oder? Geht es dir auch so? Ich finde das so erstaunlich. Du kannst in der ganzen Welt unterwegs sein, aber irgendwo findet man immer einen, der Jesus liebt. Ich finde das so schön. Und das zeigt mir, Gott arbeitet, da haben wir keinen Anteil dran, aber der ist ganz aktiv. Amen. Weltweit. Und so freut sich Paulus und er findet sie. Und irgendwie aber im Gespräch merkt Paulus, da fehlt was. Irgendwie ist dieser lebendige, irgendwie sind die unterkühlt oder irgendwas passt da nicht. Vers 2, da sprach er zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie aber antworteten, wir haben nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist da ist. Sie sagen, wir wissen es nicht. Haben wir noch gar nicht gehört. Keine Ahnung vom Werk und Wirken des Heiligen Geistes. Ich finde hier so schön, Paulus kritisiert das nicht. Er ist auch nicht parkiert und sagt, was seid ihr denn für Leute und so weiter. Er dient ihnen. So wunderbar, oder? Ihr Lieben, wenn du auf Arbeit oder wo auch immer jemanden kennenlernst, der irgendwie in irgendeiner Art und Weise gottesfürchtig ist, dann freu dich doch darüber, oder? Und dann diene ihm doch. Er kritisiert hier überhaupt nicht und sagt, was, wo geht ihr hin und was ist mit euch los? Habt ihr das Wort Gottes nicht verstanden und so weiter? Nein, es geht weiter. Vers 3, und er sprach zu ihnen, worauf seid ihr denn getauft? Sie antworteten auf die Taufe des Johannes. Da sprach Paulus, Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollen, der nach ihm kommt. Das heißt, an den Christus Jesus. Paulus spricht jetzt mit ihnen über Jesus, Halleluja. Ich finde das so schön. Hier kommt nicht ein Streitgespräch zustande in dieser Form, was ist jetzt die wahre Taufe und wir wollen ja auch und wir glauben ja auch richtig. Nein, sie lassen sich drauf ein und Paulus bringt das Gespräch auf Jesus. Das ist so wichtig. Wenn wir mit anderen Menschen reden, wenn wir mit anderen Menschen, die vielleicht in die Kirche gehen, wo auch immer, die gläubig sind in dieser Weise, sie beten und die Bibel lesen, ist doch wunderbar. Diene ihnen und fang an, über Jesus zu sprechen. Amen. Das macht Paulus hier. Er sagt, ja, schaut mal, was und worauf Johannes hingewiesen hat. Er holt sie dort ab, wo der Stand ihrer Erkenntnis war und dient ihnen einfach weiter. Merken wir was? Paulus hatte gar keinen Anteil an dem, was schon war in ihrem Leben, aber er arbeitet dort weiter, wo sie eben gerade standen. Als sie das hörten, Vers 5, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Paulus hatte ihnen von Jesus erzählt
und von dem Bekennen der Schuld vor Christus, von dem Begrabenwerden in seinen Tod und der Auferstehung zu neuem Leben, ihm zu folgen. Und das hörten sie und das glaubten sie und sie ließen sich taufen, heißt es hier. Halleluja. Das heißt für uns, Glaube und Glaubensgehorsam gehören zusammen. Glauben und Glaubensschritte bilden eine Einheit und sie tun das. Und dann geht es weiter, Vers 6. Und als Paulus ihnen die Hände auflegt, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren aber im Ganzen etwa 12 Männer. Als ich das las, musste ich automatisch an unseren Männerhauskreis denken. Wo auch immer ihr hier seid. 12 Männer. Plötzlich war da diese kleine Gruppe. Nicht mehr unterkühlt oder fromm, religiös angehaucht. Plötzlich war da ein Kreis erfüllter Menschen vom Heiligen Geist, die fingen an, in Sprachen zu reden und zu weissagen. Sie sind im Glaubensgehorsam Schritte gegangen. Paulus legte ihnen die Hände auf, wie es die Bibel sagt, wie in der ersten Gemeinde, die sich ausgestreckt hat zur Kraft, zur Zurüstung und zum Dienst. Bittet den Herrn der Ernte, dass er etwas tut in euren Herzen und er aussendet. Jesus sagt, bittet den Vater, dass er euch den Heiligen Geist gibt. Und Paulus wusste, wenn hier was geschehen soll, muss es ein Werk des Heiligen Geistes sein. Und dann fangen sie an zu prophezeien, wir wissen gar nicht wem, wird nicht näher beschrieben. Und sie fangen an in Zungen zu reden, das heißt, sie waren vollkommen hingegeben, sie liebten die Gemeinschaft mit Gott, sie wollten in Beziehung, in Reden mit Gott, in dieser Erfüllung der Gemeinschaft des Heiligen Geistes sein. Und dann passiert etwas. Gott öffnete offenbar die Möglichkeiten und Dimensionen des Himmels für diese Stadt. Nun könnte man ja sagen, ist doch schön, so eine kleine Gruppe und etabliert sich, wird mit Kraft ausgestattet und so weiter. Da waren ja auch noch Priscilla und Aquila, vielleicht gab es da auch noch ein paar andere dazu. Ist doch wunderbar, Gott hat was angefangen. Jetzt könnte man so anfangen zu kalkulieren. Da sind diese kleine Gruppe, heute, ich habe mir sagen lassen, es gibt einen neuen Begriff, Mikrokirche heißt das. Wie auch immer, Mikrokirche, nicht so viele offenbar. Und dann sind sie in Ephesus. Ephesus, müssen wir Folgendes wissen, eine religiöse Stadt, wie man es kaum vorstellen kann. Ein Zentrum im Römischen Reich mit dem Heiligtum der Artemis. Das war eines der 7 Weltwunder. Diese Stadt war vom Götzendienst durchdrungen und durchdrungen. Ein imposantes Bauwerk, kulturelles Zentrum. Man hat in dieser Stadt ein Theater ausgegraben. Man schätzt, dass da bis zu 26.000 Menschen Sitzplatz hatten. Erstaunlich, oder? Zur damaligen Zeit. Ich habe mir gegoogelt und fand ich interessant, die Jahrhunderthalle in Frankfurt fasst 4.800 Sitzplätze. Und die große Festhalle in Frankfurt 4.900. Das Waldstadion hat 56.000, ist dann doch ein bisschen größer. Nun, warum sage ich das? Weil, was könnten wir jetzt alles so denken? Da war eine riesige Stadt, so eine kleine Gruppe. Vielleicht denkst du, ja, weil in Lauterbach, Mensch, das ist eine kleine Gruppe. Auch wir auf Büdingen gerechnet sind ja gar nicht so viele. In zur damaligen Zeit lebten in Ephesus ca. 200.000 Menschen, war eines der großen Zentren im Römischen Reich. Eine gewaltige Stadt. Und was ich dann im Lesen noch herausfand, fand ich auch interessant, eine Stadt, die einen medizinischen Ruf hatte. Da gab es 2 im ganzen Römischen Reich bekannte Ärzte, nämlich Rufus von Ephesus und Soranos von Ephesus. Und es ist interessant, wie Gott dann handelt in dieser Stadt. Götzendienst war groß geschrieben, Wissenschaft und das Arztwesen. Ganz bekannt, von überall her strömten die Leute. Paulus nun dient dort diesen kleinen Kreis von 12 Männern. Man kann sagen, das ist keine dolle Ausgangssituation, oder? Was kann denn dann schon passieren? Gigantische Stadt, die hatten kein Internet, keine Werbemöglichkeiten, keine Medien, kulturell und so weiter, Wissenschaft fortschrittlich. 12 Leute. Das zeigt mir, die Ernte ist groß, der Arbeiter sind wenige. Aber jetzt kommt es. Ich glaube, Gott braucht nicht viele Menschen. Gott braucht nicht die Menge der Arbeiter. Aber er braucht Arbeiter, die er senden kann. Die bereit sind und sagen, Herr, erfülle du mich. Es mögen wenige Arbeiter sein und die Ernte ist groß. Aber weil Gott der Herr der Ernte ist, ist gigantische Ernte möglich. Halleluja. Vielleicht ist es auch in unserem Leben manchmal so,
dass wir mit Jesus unterwegs sind. Und da waren diese 12 Männer, man konnte ihnen ja keinen Vorwurf machen, sie wussten es einfach nicht. Niemand hatte sie gelehrt von den geistlichen Dingen, von der Kraft des Heiligen Geistes und der Leitung des Wirken des Heiligen Geistes. Und vielleicht ist es auch in unserem Leben so, dass wir sagen, ja, das klingt alles gut und schön, aber ich habe das noch gar nicht gehört. Ich habe das noch gar nicht erlebt. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn der Heilige Geist mich erfüllt. Ich weiß nicht, wie das ist, was dann passiert. Oder ihr Lieben, das, was die Bibel uns hier zeigt, ist, dass wir nicht an einem Punkt stehen bleiben sollen und sagen, naja, jetzt sind wir irgendwie zusammen, sondern Paulus, das merken wir, er will sie lehren und er will sie zu Jüngern machen und er bringt sie zu Christus und er will, dass die Kraft des Heiligen Geistes sie erfüllt, damit etwas geschieht in dieser Stadt, damit etwas in ihrem Leben geschieht. Gott braucht keine optimalen Bedingungen für seine Ernte, sondern geisterfüllte Menschen, die er leiten, lenken und erfüllen kann. Und auch ich kenne das in meinem Leben, diesen Kampf manchmal. Ja Gott, was kannst du denn durch mich tun? Wie soll ich denn wirken? Wie sollen wir denn die Leute erreichen? Wie kann ich in die Nachbarschaft hineinwirken? Das sind so viele Fragen, dies und jenes. Ich glaube, Gott will uns zuallererst immer wieder zu sich führen, dass du erfüllt bist in deinem Herzen, mit dieser Liebe gedrängt zu sein. Und dann einfach zu sagen, weil ich die Menschen sehe, weil ich dich so liebe, Gott, will ich bereit sein, sende mich. Nicht im Druck, nicht in einer Verpflichtung, sondern in einer Freude. Und hier wird dann deutlich, dass Gott nicht die bestausgebildeten Leute braucht, noch nicht mal ein tolles Gemeindegebäude. Er braucht schon eine kleine Gruppe und nutzt sie und wird eine ganze Stadt durch und durch bewegen, eine ganze Gegend. Wenn es um die Ernte Gottes geht, bringt es nichts, wenn wir auf uns schauen. Wir müssen auf den Herrn schauen. Es bringt nichts, wenn wir auf unsere Möglichkeiten schauen. Wir müssen auf ihn schauen, auf seine Kraft. Wir müssen auf ihn schauen, der schon gesiegt hat. Auf ihn schauen, der schon überwunden hat. Auf ihn schauen, der schon den Preis bezahlt hat. Und was passiert dann? Apostelgeschichte 19, Vers 8. Und er ging in die Synagoge und trat öffentlich auf, indem er 3 Monate lang Gespräche führte und sie zu überzeugen versuchte von dem, was das Reich Gottes betrifft. Er fängt an, Straßeneinsatz, gewöhnliche Gespräche. Er fängt dort an, wo Leute offenbar schon in irgendeiner Art und Weise Gott kennen. Ich finde das so schön, oder? Lasst uns doch da ermutigt sein. Das ist jetzt nicht die große Erkenntnis. Bereit sein, ich gehe mit auf die Straße. Bereit sein, ich will auch mit Zeugnis geben, wo immer ich bin, wo immer ich gehe, ob ich einkaufen gehe oder, aber ich will bereit sein. Und dann tun sie das, aber es ist irgendwie gar nicht so erfolgsmöglich. Da geht es nämlich weiter, da aber etliche sich verstockten und sich weigerten zu glauben, sondern den Weg vor der Menge verleumdeten, da gab es Widerstand, sie haben da gespottet und so weiter, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab, die kleine Gruppe, und hielt nun täglich Lehrgespräche in der Schule eines gewissen Tyrannus. Einen kleinen Saal gemietet, dort gab es täglich Lehreinheiten. Mich ermutigt das total, weil es gibt ja diese Vorstellung, Erweckung muss immer wie in Jerusalem sein. 3000 Leute an einem Tag, sonst keine Erweckung. Das muss ganz schnell gehen. Ja, das kann so sein. Und dann sagen wir, täglich soll das geschehen. Und ich glaube, das soll sein. Aber jetzt sehen wir hier, wie Gott etwas tut in dieser Stadt. Und er fängt an, wie wir. Er arbeitet hier und da. Und dann die einen spotten, die anderen finden das komisch. Und dann mietet er einen kleinen Saal und fängt an, einfach im Gehorsam weiter zu arbeiten. Galater 6, Vers 9 sagt uns, lasst uns aber im Guten tun nicht müde werden. Halleluja. Denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Im Guten tun. Nun, wir können viel Gutes tun, viel Gutes reden sollen wir tun, viel Gutes tun sollen wir tun, Werke der Liebe, ich will das nicht geringschätzen, weil auch da wird die Liebe Gottes sichtbar bei den Menschen, keine Frage. Wenn du jemanden in Not siehst, frag den Herrn und dann hilf. Wenn du ein gutes Wort hast für jemanden, ermutigen, aufbauen, tu das. Aber was ist denn das Beste, was wir tun können? Und da sollen wir nicht ermatten, wenn wir Jesus ins Zentrum der Menschen stellen. Wenn wir das, was wir tun, tun für Jesus. Und lasst uns darin nicht müde werden, heißt es hier. Denn wir werden ernten, wenn wir nicht ermatten.
Und dann heißt es, Apostelgeschichte 19, Vers 10, das geschah 2 Jahre lang, sodass alle, die in der Provinz Asia wohnten, das Wort des Herrn hörten, sowohl Juden als auch Griechen. 2 Jahre, sagt die Schrift, arbeiteten sie genauso weiter. Man könnte sagen, das ist doch frustrierend, oder? 2 Jahre. Aber ich glaube, wenn du die Ernte siehst, wenn du erfüllt bist vom Herrn, dann ist dir ganz egal, bin ich 1 Jahr dran, bin ich 2 Jahre dran, ich sehe, da kommt eine Frucht und darum kämpfe und lebe ich. Aus der Kraft des Heiligen Geistes heraus, weil ich will Frucht sehen, die ewig ist. Und dann heißt es hier, die Gemeinde breitete sich aus. In der ganzen Provinz Asia hörten sie das Wort des Herrn, sowohl Juden als auch Griechen. Ich finde das so schön, hat mich sehr ermutigt. Was ist denn unsere Provinz? Die Wetterau. Der Vogelsbergkreis. Unser Land Hessen. Wir sind auch nicht so viele. Ich glaube, Gott hat uns nicht nur nach Büdingen gesendet. Ich glaube, Gott hat uns in die Wetterau und in den Vogelsbergkreis gesendet. Und er hat ein viel größeres Werk vor, als wir vielleicht aktuell sehen. Vielleicht sagst du, wie bei den Jüngern, ich sehe meinen Job, ich gehe arbeiten, habe diesen kleinen Dienst und dies und das, was ich tue für den Herrn. Und das ist wunderbar. Aber ich glaube, jetzt kommt ein Punkt, wo Gott sagt, und schau mal, ich will dir die Augen öffnen, dass du etwas siehst. In dieser ganzen Gegend sind die Felder weiß zur Ernte. Das habe ich auf meinem Herzen, ihr Lieben. Mag sein, dass du sagst, das klingt ganz schön kühn. Ist es auch. Aber ich glaube, Gott wird uns überraschen wollen. Nicht, dass wir am Ende sagen, das haben wir ja gut vorbereitet. Da haben wir auch ganz schön schlau gehandelt. Die Wahrheit ist, die Jünger haben gar nichts vorbereitet. Sie haben Essen gebracht, was zu dem Moment niemand brauchte. Und doch durften sie ernten. Wie wunderbar ist das denn, oder? Gott durchbrach ihren Alltag, indem er etwas getan hat, was niemand geplant hatte. Und doch war es in seinem Willen. Aber Jesus erkannte, meine Speise ist, das ist das Werk Gottes. Ist es auch unsere Speise? Jetzt lesen wir dann davon, dass es so gewaltig war, Vers 11. Gott wirkte ungewöhnliche Wunder durch die Hände des Paulus, sodass sogar Schweißtücher oder Gürtel von seinem Leib zu den Kranken gebracht wurden und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister von ihnen ausfuhren. Gott wirkte stark in dieser Gegend. Und dann kriegen andere Geistbeschwörer das mit, wollen das nachmachen. Und der Dämon, er fängt dann an und sagt, Paulus kenne ich und Jesus kenne ich, aber wer seid ihr? Und dann gibt es ein Riesentheater da. Und dann lesen wir weiter, Vers 17. Das aber wurde allen bekannt, die in Ephesus wohnten, sowohl Juden als auch Griechen. Und eine Furcht Gottes fiel auf sie alle. Und der Name des Herrn Jesus wurde hochgepriesen. Und viele von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und erzählten ihre Taten. Viele von denen, die Zauberkünste getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen, verbrannten sie vor allen und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberlinge. Ihr Lieben, die Lobpreisgruppe kann gern davon kommen. Es heißt hier, Gott wirkte, Halleluja. Es heißt hier nicht, die Gemeinde arbeitete, sondern es heißt hier, Gott wirkte. Das ist entscheidend. Gott wirkte viele ungewöhnliche, starke Zeichen und Wunder. Kranke wurden massenhaft geheilt. In der ganzen Gegend brachten sie Menschen und böse Geister wurden ausgetrieben und so weiter. Ihr Lieben, das war doch nur diese kleine Gruppe gewesen, oder? Aber sie ließen nicht locker. Täglich, heißt es, in dem kleinen Saal trafen sie sich. Wofür? Lehreinheiten. Das Wort Gottes wurde verkündigt. Und das ist so schön, hier heißt es, der Name des Herrn Jesus wurde hochgepriesen. Das ist, was in der Stadt passierte. Viele Zeichen und Wunder geschahen. Ich finde das so einen schönen Inhalt und die Bibel zeigt uns das manchmal. Wisst ihr, was wir hier nicht lesen? Nicht der Name der Gemeinde wurde hochgepriesen. Boah, die sind toll. Nicht der Name von Paulus wurde hochgepriesen. Nicht die Lehre, nicht die Idee wurde hochgepriesen. Jesus wurde hochgepriesen. Es ging offenbar um Jesus in ihrem ganzen Arbeiten und Tun. Und ist es nicht schön, wir lesen, sie kehrten um, gaben Zeugnis über ihre Sünden. Sie trennten sich öffentlich von den Bösen und Falschen in ihrem Leben. Ein Götzenkult war dort so massiv,
Man verbrannte diese Dinge, 50.000 Silberlinge, umgerechnet 4 Millionen Euro ungefähr. Ich habe die Mitte genommen. Es gibt Ausleger, nehmen das Doppelte, andere ungefähr die Hälfte. Aber nehmen wir die Mitte. 4 Millionen Euro öffentlich verbrannt, in der Hinsicht zu sagen, damit wollen wir nichts mehr zu tun haben. Es ist uns nichts wert. Jesus ist uns alles wert. Sie gaben Zeugnis von dem, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Und dann lesen wir abschließend Vers 20. So breitete sich das Wort des Herrn mächtig aus und erwies sich als kräftig. Das Wort breitete sich aus. Rettung und Heilung geschahen. Der Heilige Geist erfüllte diese kleine Gruppe. Und sie fingen an, sie sahen die Ernte, sie gingen hin, sie ließen sich senden, nicht müde werden. Die Ernte kommt. Der Heilige Geist erfüllte eine kleine Gruppe, eine kleine Gemeinde. Aber ganz Asien, ganz Kleinasien wurde erfüllt. Der Heilige Geist wirkte Rettung und Umkehr. So deutlich, dass am Ende heißt es, wenn wir weiterlesen, die ganze Götzenindustrie, die ganze Götzenwirtschaft brach zusammen. Die Menschen gingen nicht mehr in den Tempel, in dieses Weltwunder der Artemis, sondern sie priesen den Namen Jesus Christus. Öffentlich verbrannten sie das, was vorher ihnen so heilig und wichtig war. Und der Name Jesus stand im Zentrum. Dann stand auf ein gewisser Demetrius, ein Silberschmied, der um seine ganzen Geschäfte und die ganzen Leute kam zusammen. Es fing an, eine gewisse Art von Verfolgung. Aber wisst ihr was? Die Gemeinde hörte nicht auf zu wachsen. Halleluja. Das Werk Gottes breitete sich weiter aus. Ihr Lieben, lasst uns doch aufstehen jetzt. Und ich habe so auf dem Herzen, habe den Herrn gefragt, wie können wir heute enden? Ich glaube, indem wir auf Jesus schauen. Es geht nicht darum, jetzt zu sagen, na gut, im Eifer. Nein, ich glaube, wir müssen auf den schauen, der der Grund von Ernte ist. Wir müssen auf den schauen, der schon gearbeitet hat. Wir müssen auf den schauen, der wie kein Zweiter liebt, der sein Leben hingegeben hat für dich und für mich. Es heißt hier, der Name des Herrn Jesus wurde hoch gepriesen. Lasst uns doch Jesus jetzt betrachten. Und das mit dieser Frage und mit dieser Lieblichkeit. Herr, öffne mir die Augen. Lass mich sehen, was du siehst. Lass mich sehen, die Menschen. Lass mich sehen aus deinen Augen heraus. Lass mich dich sehen, Herr, dein Werk am Kreuz. Zeig mir, wie hoch der Preis war. Zeig mir, was du getan hast aus Liebe, um Menschen zu retten. Was du getan hast, damit Menschen gesund werden können. Was du getan hast, damit Menschen befreit werden können. Zeig mir, wie hoch das Opfer war. Auch über mein persönliches Leben. Und dann, Herr, will ich sagen, sende mich.